Serum. Bam. Ja, ich bin es wieder. Der Typ, der beim Öffnen von Windows mit Benachrichtigung Dresden 45 Like zu bombardiert wird. Im heutigen Video erkläre ich den Ursprung vom Konflikt in der Ukraine in kurzer Zeit für die Leute, die keine Lust haben, stundenlang irgendwas zu glotzen. Säueficker, das hier ist die Ukraine und das hier ist Russland. Sie teilen eine recht lange Grenze miteinander. Tatsächlich waren die Länder auch mal Teil desselben Landes, der Sowjetunion, was ein von Russland dominierter Sozialismus Zusammenschluss verschiedener Republiken war. Ein ziemlich wacker Zusammenschluss, muss man aber sagen, weswegen er sich 1991 unter dem Präsidenten Michail Gorbatschow auflöste. Wenn man ehrlich ist, existiert die Sowjetunion aber immer noch, nur eben in anderer Form. Die früheren sogenannten Sowjetrepubliken des Landes sind nun zwar unabhängig, werden aber immer noch von Diktatoren regiert, die alle gut mit Russland befreundet sind. Ein Beispiel wäre hier Belarus. Das Land wird seit seiner Unabhängigkeit von ein und demselben Mann, Alexander Lukaschenko, regiert, ist dickstens mit Russland befreundet, hat die schlechteste Pressefreiheit in Europa und die heutige Flagge ist mit der damaligen Sowjetflagge des Landes quasi identisch. Fast alle heutigen Länder werden immer noch so oder so ähnlich regiert und sind Russlands Schoßhunde, bis auf ein paar Außenseiter, die demokratisch geführt Richtung Westen streben und dafür von Russland oft hart bestraft werden. Die baltischen Länder konnten sich in die NATO retten. In Georgien werden pro-russische Unabhängigkeitsbewegungen unterstützt, die dem Land 18% seines Gebiets rauben. Moldawien wird mit der Unterstützung einer pro-sowjetischen Unabhängigkeitsbewegung behindert. Schaut euch dazu gerne mein extra Video an und die Ukraine wird jetzt eben auch eingenommen. Der Grund dafür liegt jedoch auf der Hand. Russland zieht die Nachbarschaft mit dem Westen und insbesondere mit der NATO, einem westlichen Verteidigungsbündnis, das besagt, dass wenn ein Land angegriffen wird, ihm alle anderen helfen müssen, als Bedrohung an. Und irgendwie kann man das ja auch verstehen. Die Deutschen würden es ja auch nicht so nice finden, wenn Österreich, die Schweiz und Liechtenstein plötzlich dem Warschauer Pakt beitreten würden, das frühere Äquivalent zur NATO. Weitere Gründe für die Invasion sind, dass die Russen die Ukraine als ewigen Teil von ihrem Reich und ihre Einnahme als komplett gerechtfertigt ansehen und dass in der Ukraine eine Demokratie errichtet wurde, was so überhaupt nicht in Putins absolutistisches Weltbild passt. Auch in der Ukraine wurden übrigens pro-russische Separatisten Gebiete als Vorwand für die Invasion, auch seitens Belarus genannt. Ach ja, und subt mal alle rein, wenn euch das Video gefallen hat.